Recht herzlich willkommen zur 259. Folge von City Skylines. Ja, wir haben letztes Mal irgendwo eine Brücke gebaut. Ich weiß auch nicht mehr, wo es war. Das ist schade, ne? Weil irgendwo war es, aber wir schalten mal gerade um auf Wasser oder vielleicht Strom. Dann können wir das nochmal sehen. Ja, da war es nicht. Und wir brauchen auf jeden Fall Brücken über die Autobahn. Das ist schon mal klar. Und wir haben letztes Mal ja das Werkzeug dafür gefunden, wie man es gut baut, dass es rübergeht. Hier ist einer. Hier ist auch einer. Da ist auch einer. Hier ist kein Wohngebiet oder sowas auf der anderen Seite, also brauchen wir da keine. Da auch nicht. Hier ist Ende. Hier ist das. Ja, muss man hier was rüber machen? Ich glaube eher nicht. Ein Wanderweg wäre natürlich hier machbar, ne? Achso, und da ist das so, okay. Ah, das wird nicht gemacht, das ist zu schwer hier. Da brauchen wir nicht. Hier, das haben wir gebaut. Und hier brauchen wir nicht auf die andere Seite erstmal. Hier wird es Sinn machen, vielleicht von da nach da zu kommen, aber das geht hier über die Brücke ja auch, oder? Da ist ja ein Fußweg drüber, oder? Geht nur keiner lang. Aber ich würde sagen, da ist was. So, hier ist auf jeden Fall sinnig, was zu bauen, wenn es geht. Aber, ja, da funktioniert es nicht, ne? Das ist alles direkt da dran gebaut. Das geht dann gar nicht. Hier wäre vielleicht noch eine Möglichkeit, das zu tätigen. Dieses Haus wird sowieso gerade abgerissen. Das bedeutet, wir machen das mal weg. Und dann kann da gleich eine Straße rüber. Und auch, guck mal, hier ist ja genial. So, dann bauen wir von da nach da auf jeden Fall einen Weg rüber. Ja, hier darf man doch wohl alles, ne? Will ich hoffen, ne, oder? Ja. Hier ist wieder alles an. Dann machen wir wieder alles aus. Und gehen dann mit dem Radweg hier los. Ich glaube, wir fangen auf dieser Seite besser an. Und schauen, dass wir da hinkommen, ne? Und dann einmal hoch. Wir können ja gleich schon Ziel dahingehend machen. Oh, wunderbar, oder? Geht richtig gut, diese Brücke. Und gleich hier runter und da dran, ne? Und schon läuft's, oder? Krass, oder? So, da sind auch ganz viele, die können da schon rüber. Sieht auch schick aus. Funktioniert, ne? Okay, haben wir da auf jeden Fall eine weitere Brücke geschaffen. Wir gehen wieder hier hin, denke ich. Nee, dahin. Wir haben jetzt diese Brücke geschafft. Und sind da durch. So, dann geht's hier weiter. Hier ist Industriegebiet. Sollte man hier so eine Brücke machen? Ich glaube nicht wirklich, oder? Nee, da ist zu wenig. Von den Mülldeponien muss auch niemand darüber. Und hier ist es jetzt auch nicht lohnend. Hier geht's, ist klar. So, hier war jetzt noch definitiv was, aber da können sie drunter her. Hier wäre bestimmt interessant, von dort nach hier zu kommen. Bauen wir doch gleich mal was hin. Hier ist ein super Punkt, denke ich. Lass uns mal den nehmen. Weil ich möchte schon hier lang. Und dann hier lang. Und hier gehen wir schon mal hoch. Und können hier lang, oder? So, jetzt müssen wir gucken, wie wir hier wieder runterkommen. Aber das sollte funktionieren, ne? Einmal runter bitte und einmal da in die Ecke. Und
ein. Oh, gerade ist da Feuer. Aber war da gerade schon einer? Nein, das ist der Rauch, der gerade aufsteigt. Okay. Da kommt man auf jeden Fall dahin. So. Das ist nach da. Und jetzt wäre noch sinnig hier rüber. Aber das geht hier mit Fußgänger, oder? Glaube ich schon. So. Das sind wieder Einzelstraßen. Hier ist zwischendrin mal eine Autobahn. Ja, kann man nichts weiter machen hier? Doch, da würde jetzt was gehen, weil da abreißbar wäre. Aber wohin? Ist jetzt nicht so interessant, ne? Wir sind gerade schlecht mit den Zahlen da unten. Können wir mal gerade hier so ein paar Häuser abreißen, damit die schneller neu gebaut werden, ne? Da ist die Nachbarschaft auch fröhlicher, oder wie war das? So, das werden gerade viele Leute wohl hier nicht abgeholt, deswegen ziehen die auch alle weg. Das ist unser Problem, das heißt, Krematorien sind gerade gefragt, Gesundheitswesen, Arzt, Friedhof, Krematorien. Zack, gleich da eins hin. Hier fehlen ja sowieso welche, ne? Zack, das nächste dahin. Hier ist überall das Problem gerade. Zack. 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 Passt. Bauen wir welche dahin, ne? Okay, hier der ist gerade auch gerade nicht so optimal, der Friedhof. Weil muss geleert werden. Und hier läuft's noch. Ziemlich leer, okay. Da ist also was besser geworden. Hier ist auch so ein Problem. Das heißt, wir gucken da mal gleich rein, wo wir sowas noch bauen können. Da hinten ist es. Ah, hier ist der Platz. Da sind Friedhöfe, die aber auch behandelt werden müssen. So, hier wäre vielleicht noch was Nettes. Also ziehen wir mal da einen rein und hier würde ich auch gerne irgendwo einen hinbauen, aber hier ist gerade kein Platz, ne? Da sind die Friedhöfe. Ja, wir können mal hier was wegreißen. Und bauen das dann da wieder hin. Ist schon eins dahin gekommen oder wie sehe ich das gerade? Ach so, wenn das Haus... Ja klar, können wir auch so machen. Brauchen wir gar nicht umändern, ne? Zack, da auch eins hin. Da ist ein Friedhof, der behandelt werden muss. Das machen wir gerade. So, hier ist auch, aber... Schauen wir mal gerade hier so. Ja, da ist einer. Lassen wir auch erst so. Hier haben wir gerade erst drei neue gemacht. Hier ist auch ganz viel davon. Da haben wir da schon einen mehr. Ziehen wir hier noch einen rein. Hier gibt es das Problem auch. Hier sind zwei Friedhöfe da oben. Der hat allerdings ein anderes Problem. Warte mal, da können wir einen reinsetzen dann. Weil das Haus ja sowieso über war. Okay, läuft.
haben wir wieder. Da kommt noch eins hin. Hier gibt es auch ein Problem, also kommt da auch eins hin. Das sind wirklich die sterbenden Leute, die uns hier die Probleme machen. Hier auch. Da ist jetzt eins mehr gewesen. Hier hinten gibt es das auch noch. Dann dahin. Ja, lassen wir so. Da eins hin. Läuft, ne? Ja, lassen wir erstmal so. Ja, hier muss noch eins unbedingt wohl hin. So, da haben wir auch mehr. Hier, wie sieht's hier aus? Hier sieht's auch so aus, dass das Sinn macht, da noch was hinzupflanzen. Hier können wir noch eins machen. Passt. Da ist eins, aber hier noch nicht. Dann können wir hier vielleicht. Nee, will er nicht. Da ist aber irgendwo bestimmt noch Platz, oder? Ja, funktioniert. Ja, hier ist ganz viel. Zack, eins dahin. Hier ist zwar eins, aber das reicht nicht. Da haben wir eins mehr. Da ist noch ein Hochhaus. Da waren jetzt ein paar mehr weg, aber ist halt so. Hier geht bald auch was los. Und dann haben wir da auch was geschafft. Also ich glaube, wir sind jetzt so relativ durch. Jetzt können wir mal uns um diese Dinge kümmern. Dass der Müll wieder läuft. Okay. Okay, da ist auch noch eins. Aber das ist sowieso aus, ne? Egal, die laufen jetzt. Also ich gehe mal noch auf Blau und gehe mal auf den Bagger und reiß mal was ab, damit die Leute in der Nachbarschaft dann nicht auch noch unhappy sind. Dann kommen die auch schneller wieder in die Stadt, ne? Oder wie war das? Hier ganze Häuserzeile weg. Das kann auch weg. Das weg, da ist noch eins. Da. Hier sind es gleich zwei. Das auch weg. Läuft da. Und das ist so, ja. Hier oben ist noch eins. Da ist auch noch eins. Da werden Arbeiter gebraucht. So, dann wird das hier schon wieder besser. Können die in dem Viertel gleich wieder neu bauen. Die gehen alle weg.
Der ist auch aufgeräumt. Bodenrichtwert ging da gerade hoch. Ja, wird besser, ne? Hier unten gibt es auch 237, die wiederkommen wollen oder happy sind. Dadurch kommen ja dann auch mehr, ne? Bisschen hier abreißen, was gerade dreckig ist. Da sind auch noch ein paar Häuschen. Diese abreißen. Da hat es leider eins wieder mit erwischt. Ja, das muss hier so besser werden, ne? Ich hoffe, die Wagen sind jetzt alle unterwegs und holen die Toten da aus den Häusern ab, damit das dann auch wieder in Ordnung ist. Aber ich glaube, die kommen zu spät, ne? Hier waren wir, glaube ich, schon vorhin, oder? So schnell schaffen die das dann auch nicht. Aber es werden ja schon neue Häuser gebaut. Alles ist gut. Hier haben wir definitiv ja schon aufgeräumt gehabt. Oder? Ja, das war auf der Seite vom Berg, da waren wir schon. Ist aber alles im grünen Bereich, kriegen wir wieder hin. Hier geht es gleich bestimmt auch irgendwann wieder hoch. Und reichlich miese da gerade am Laufen, aber das kommt auch wieder, wenn Leute da sind. Dafür räumen wir ja gerade auf, dass schnell neu gebaut werden kann. Und wenn dann neu gebaut ist, dann läuft das auch wieder. So ist schon ganz gut. Anderes Viertel gleich und dann... obwohl, wir müssen hier noch weiter durchforsten wieder. Hier sind noch ganz viele, die jetzt frisch wahrscheinlich auch sind. Das wird schon neu gebaut, oder? Ich glaube, jetzt habe ich gerade eine Straße erwischt. Ja. Straße mit Straßenbahn. Straße mit Straßenbahn. Gehen wir auf den Nahverkehr, gehen mal da auf die Straßenbahn und bauen mal diese Straße besser dahin. Ich glaube, jetzt geht's wieder, ne? Ja, wird wohl so richtig sein. Da ist jetzt natürlich keine Markierung dran, aber wir können die auch mal gerade weglassen. Vielleicht haben wir demnächst noch mal was, wo wir sagen, das brauchen wir da besser doch noch. So. Das geht alles. Hier sind noch zwei Häuschen. Und naja, da sind auch welche, ne? Und hier werden immer wieder welche zukommen, bis diese Symbole weg sind. Die da jetzt schon rot sind, die werden auch noch weiter das Problem haben. Was ist hier für ein Zeichen, dass eine Bushaltestelle nicht angeschlossen ist? Oder was auch immer ist. Ist hier irgendwo noch eine Straße erwischt worden? Habe ich da aus Versehen eine Straße erwischt? Nee, eigentlich nicht. Warum die Haltestelle da jetzt blinkt? Da ist aber auch das Ende.
Doch hier muss eine Straße weggegangen sein, oder? Jo, das sieht so aus. Straße mit Bäumen von dort nach dort. Und ist eine Einbahnstraße geworden. Ist die Frage, ob das so richtig ist, aber auf jeden Fall sind die Bushaltestellen wieder bedienbar. Jetzt machen wir hier gerade bitte das Blau, dann sieht man leider die Richtungspfeile nicht mehr, aber der Bus fährt auf jeden Fall richtig lang. Hier geht's runter, da ging's rauf, da geht's da lang. Die kommen von da und können nach da, die kommen hier runter. Ja, ich glaube, das kann man so lassen, ne? Ja, lassen wir so. Funktioniert wahrscheinlich. Sind wir von 24 auf 14, das sind schon mal 10.000 weniger. Da kommen wir auch auf Dauer mit klar, denke ich. Ja, aber wir machen die Aufräumaktion, denke ich mal, in der nächsten Runde weiter. Da ist bestimmt noch was vonnöten. Diese Folge soll es erst reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid. Kein Abo, macht eins. Daumen hoch für die Folge, wenn sie gut war oder euch gefallen hat. Und ja, macht die Glocke an, damit ihr ein anderes Video dann auch noch informiert darüber werdet, wenn ich es hochlade. Alles klar, bis dann. Tschüss.